Diplomatische Treffen, strategische Pläne für die Zusammenarbeit und eine Tour durch die jüdischen Orte. Eine Delegation aus Deutschland kam für einen besonderen Besuch nach Czernowitz. Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel, und die Mitglieder der jüdischen Gemeinde haben sich mit den Behörden von Czernowitz getroffen, um die internationale Zusammenarbeit auszubauen. Nun, es gibt ja bereits einen Austausch zwischen dem Albert-Einstein-Gymnasium in Düsseldorf, unserem jüdischen Gymnasium in Düsseldorf, und einem Gymnasium hier in Czernowitz. Ich habe dem Bürgermeister auch gesagt, ich würde ihn gerne einladen zu einer internationalen Bürgermeisterkonferenz, die im August dieses Jahres in Düsseldorf stattfinden wird. Er wird kommen, und ich glaube, bei der Gelegenheit wird es vielleicht auch Anlass geben, über weitere gemeinsame Projekte. Die Verbindung zwischen Czernowitz und Düsseldorf besteht seit langem. Schließlich wanderte nach dem Krieg ein bedeutender Teil der Juden aus der Bukowina in diese deutsche Stadt aus, und es gelang ihnen, die Ereignisse des Holocaust zu verarbeiten. In einer Stadt mit 650.000 Einwohnern lebt und entwickelt sich eine der größten jüdischen Gemeinden in Deutschland. Außerdem vereinen Czernowitz und Düsseldorf gemeinsame kulturelle und Gedenkprojekte. Wir arbeiten seit circa 3 Jahren mit der jüdischen Gemeinde Düsseldorf zusammen, um gemeinsame Ansprechpartner zu finden und gemeinsame Projekte umzusetzen, die sowohl für die Gemeinde als auch für Düsseldorf und Czernowitz von Nutzen sein. Zum Beispiel ein großes internationales Projekt Erinnern lernen. Hier werden die Erinnerungen von Augenzeugen des Holocausts, Einwanderern aus der Ukraine in verschiedenen Städten des Landes in einer Reihe von Ausstellungen, Werkstatt der Erinnerungen, aufgezeichnet und vorgestellt. Informationen zu diesem Projekt finden Sie in früheren Ausgaben der jüdischen Nachrichten. Zuerst mal haben die Juden und die Deutschen hier so ein vieljähriges Allianz. Während ihres Aufenthalts in der Stadt besuchte das Team das örtliche Museum der Geschichte der Juden in der Bukowina und das Denkmal für Rosa Ausländer, die in Czernowitz geboren war und den Rest ihres Lebens in Düsseldorf verbracht hatte. Die Gäste haben auch den örtlichen jüdischen Friedhof besucht, dem kürzlich ein Museumsstatus verliehen wurde. Auf dem Gelände wird zurzeit ein Museum und ein Gedenkzentrum gebaut. Es ist geplant, ein Museum in diesem Gebäude zu errichten, sowie einen Ort, an dem man sich erinnern kann, dass hier auf dem Friedhof Menschen begraben wurden, die auf dem Gebiet von Czernowitz gelebt haben. Diese Seite der Geschichte war lange Zeit wenig bekannt, und die Aufgabe ist, dass die Stadtbewohner ihre Geschichte vollständig kannten. Nicht selektiv, sondern komplett. Vor dem Krieg lebten ca. 50.000 Juden in Czernowitz, was damals 60% der Gesamtbevölkerung betrug. Außerdem wurden in der Stadt etwa 300 Gebäude von Juden gebaut. Das sind alles wundervolle Anlagen, und sie werden immer noch genutzt. In der Stadt gibt es eine jüdische Schule, jüdische Organisationen. Czernowitz hat ein aktives jüdisches Leben. Die jüdische Gemeinde von Czernowitz ist sehr aktiv. Leider ist Onana heute nicht mehr so groß wie vor dem Krieg, als die jüdische Bevölkerung mehr als die Hälfte der Bevölkerung von Czernowitz ausmachte. Jetzt ist es viel weniger. Trotzdem ist die Gemeinde in verschiedenen Lebensbereichen aktiv.